Ja, ein herzliches Hallo an die Sabrina Settler. Ich freue mich riesig über diese Gelegenheit. Vielen Dank. Mit Chance Emotion ein Interview mit Ihnen zu führen. Ganz, ganz große Ehre. Auch hier in dieser wunderschönen Location des Jumeirah. Ein toller Ausblick über die Skyline von Frankfurt. Ja, wirklich wunderschönes Hotel, wunderschöner Ausblick. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber reden zu können. Ganz lieben Dank. Ja, das Thema Emotion ist ja sicherlich, wir haben ja vorhin ganz kurz mal darüber gesprochen, ein Riesenthema. Was bedeutet für Sie das Thema Emotion in Ihrem Leben? Also jeder, der mich kennt, weiß auch und sieht mich auch so, dass ich so ein bisschen schon fast die Drama Queen bin. Also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch, schon als Kind gewesen. Also ich, wenn ich Gefühle zulasse, dann sind die sehr nah bei mir und ich verarbeite die auch. Also ich bin kein Mensch, der Emotionen an sich vorbeischweifen lässt, sondern ich lasse die sehr nah an mich ran. Mhm. Das habe ich schon als Kind getan. Und dann halt auch als Jugendliche und vor allem dann, als ich angefangen habe, Musik zu machen. Das war für mich dann ein Ventil, mit meinen Emotionen umzugehen, sie auszusprechen, sie ehrlich auszusprechen und sie im Endeffekt dann auch auf den Punkt zu bringen, ohne darauf zu achten, ob sie jetzt zu hart sind, ob sie zu verweichlicht sind oder ob sie zu böse sind, sondern es waren meine puren Emotionen, die ich mit Hilfe der Musik einfach wunderbar ausdrücken konnte und immer noch kann. Mhm. Mhm. Schön.